So, hallo und guten Abend. Zweiter Tag unserer Startup Learning Journey durch Tel Aviv. Es war auch heute wieder mächtig anstrengend. Wir haben unglaublich viele Menschen getroffen, unglaublich viele Konzepte uns angehört und wie man im Hintergrund sehen kann, ist jetzt Entspannen und Feiern angesagt. Das ist auch gleichzeitig der letzte Tag. Morgen wird dann noch eine kleinere Gruppe nach Jerusalem gehen. Es gibt ja in Israel dieses schöne Sprichwort, in Jerusalem wird gebetet, in Haifa gearbeitet und Tel Aviv gefeiert. Und genau das machen wir jetzt gerade. Aber ich möchte es nicht versäumen, ein paar Learnings loszuwerden, die mich dann wieder überrascht haben und die ich eben auf diesem Weg gerne teilen möchte. Israel hat ja aus Gründen, die ich auch gestern erzählt habe, einen großen Schwerpunkt in der ganzen Security, im Security-Bereich. Es gibt eben diese berühmte Einheit 8200, die Cyberabwehr der israelischen Armee, aus der eben sehr viele Startups hervorgegangen sind. Und so auch diverse Cyber-Security-Startups. Und eines haben wir besucht, was alles kein Startup mehr ist. Es ist nämlich an der Nasdaq kotiert. Heißt Checkpoint, ist einer der größten Cyber-Security-Anbieter weltweit. Zu meiner Überraschung, alle Fortune 500-Unternehmen sind dort Kunde, also alle. Sie haben ca. 100.000 Kunden und damit ging es heute los. Und man versteht nicht allzu viel, worum es da geht und welche Art von Angriffen es gibt. Aber was ich verstanden habe, war die Definition einer Cloud. Also, was ist eine Cloud? What is a cloud? Someone else's computer. Das macht die Sache dann plötzlich ziemlich klar und wo auch so der Security-Aspekt ist. Und ein Aspekt des Geschäftsmodells von Checkpoint hat mich sehr überzeugt heute, das ist nämlich eine ganz andere Facette des Netzwerkeffektes. Nämlich ein Aspekt ist, dass wenn Sie, und das tun Sie täglich, einen Angriff mit einer neuartigen Waffe finden, dann werden Sie in Echtzeit alle anderen Kunden, die Sie haben, also die 100.000, davor bewahren, dass mit derselben Waffe dort angegriffen werden kann. Und das ist also ein ganz neuer Aspekt des Netzwerkeffektes, weil diese Tatsache ja geradezu provoziert, dass man bei dieser Firma Kunde sein muss, um eben ganz vorne dabei zu sein, wenn es um die Abwehr der vielen verschiedenen Cyberangriffe geht. Das zweite Learning war dann wieder so ein Mindset-Learning, was ja hier in Israel sehr, sehr präsent ist, dass es am Ende um die Einstellung geht. Und entstanden ist dieses Learning auch wieder aus der Tatsache, dass der lokale Markt unglaublich klein ist. Also es sind 8 Millionen Einwohner. Hier kannst du mit Nischen und mit speziellen technologischen Lösungen keinen Start machen. Man muss also sehr, sehr schnell in alle Welt exportieren und im digitalen Bereich natürlich hauptsächlich in die USA. Und was ich da heute gelernt habe, so ein kleiner Markt zwingt zu einer erhöhten Competitiveness, also zu einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit. Und man ist durch dieses Training in Wettbewerbsfähigkeit dann eigentlich gewappnet, es auch am Ende mit der globalen Competition, mit dem globalen Wettbewerb aufzunehmen. Also kleine Märkte für alle, die in kleinen, engen Märkten arbeiten, man wird härter, als wenn der Heimmarkt ein großer, aufnahmefähiger Markt ist. Man wird kompetitiver und das konnte man hier in Israel an ganz vielen Geschäftsmodellen sehr, sehr schön studieren. Und das letzte Learning für alle Optimisten, wir reden hier seit 2 Tagen nur über Startups und nur über Startup-Kulturen. Es werden 500 Startups circa gegründet pro Jahr. Und auf meine Frage, wenn so viele gegründet werden, wie viel gehen dann ein? Antwort, ungefähr auch 500. Und das heißt, 3% kommen durch, 97% nicht. Und das heißt, sie haben ungefähr eine Scheiterungsquote von knapp 100%. Soweit von heute. Hinten werden schon große Reden geschwungen. Ich verabschiede mich und viel Spaß bis zum nächsten Mal.